Wir befinden uns hier in der Weidegasse, in dem ersten sozusagen neuzeitlichen Friedhof. Denn 1418 hat Bischof Ziegenhain ja die Juden aus Trier vertrieben und etwa um 1610, 1620 durften sie wieder nach Trier zurückkommen, brauchten natürlich einen Friedhof, der außerhalb der Stadtmauer gelegen sein musste. Und das ist hier der alte Friedhof in der Weidegasse, der 1651 eröffnet worden ist. Wir haben zwei Teile, wie wir sehen können. Ein Teil, der hauptsächlich in der Zeit der Assimilierung, also napoleonischen Zeit, angelegt worden ist, und den Teil vorher, auf, wenn man reinkommt, auf der linken Seite. Der Friedhof hat ungefähr 500 Gräber, ein bisschen mehr, und davon sind etwa 150 noch auf dem ganz alten Teil zu sehen und der Rest auf dem neuen Teil. Der erste Teil ist etwa bis zu dem Block von den Urgroßeltern von Marcel Proust hier auf der linken Seite zu sehen. Dann geht er hier bis zur Mauer und der neue Teil ist hier im Augenblick wahrscheinlich sehr, sehr schön im Bild. Wir haben ganz bedeutende Leute hier liegen, nämlich die Großeltern und Urgroßeltern von Karl Marx, die Chalewi väterlicherseits und Löb mütterlicherseits hießen. Und wir haben die Urgroßeltern von Marcel Proust hier liegen, Meyer Ben Kastel. Aber wir haben hier zum Beispiel auch das Grab von Dr. Josef Kahn, einem ganz berühmten Rabbiner, der ursprünglich aus Wabern gekommen ist, der aber viele Synagogen gegründet hat. Natürlich unsere Hauptsynagoge damals in der Zuckerbergstraße 1859. Ein späterer Rabbiner ist dann hier auch noch gelegen. Und was aber hier an diesem Friedhof besonders interessant ist, das sind die Merkmale für die einzelnen Berufsgruppen, zum Beispiel von den Juden, die hier begraben sind, aber auch die Symbolik, die sehr, sehr wichtig ist, zum Beispiel Fackeln, die nach unten zeigen, weil das Lebenslicht erlöscht, oder zum Beispiel Mondkapseln für den ewigen Schlaf, oder was man sehr oft findet, sind zum Beispiel Rosendarstellungen, die das ewige Schweigen dann darstellen. Wir haben also auch zum Beispiel die Symbolik für einen Freimaurer, das Dreieck, das wir ja aus der katholischen Kirche kennen, die heilige Dreifaltigkeit mit dem Auge Gottes drin. Aber in diesem Fall ist es natürlich kein katholisches Symbol, sondern eben ein Logenzugehöriger. Also solche Kuriositäten können wir hier jederzeit finden. Bei der Umrechnung der Daten auf den Grabsteinen muss man beachten, dass es immer heißt 540, 480 nach der kleinen Zeitrechnung, weil im Hebräischen mit den Zahlen es ein großes Problem gibt, wie bei den Römern auch. Und da hat man sich so beholfen, dass man das jüdische Jahr 5000 genommen hat. Das war unser mittelalterliches Jahr 1240. Also muss man zu diesen Altersangaben, die auf den Grabsteinen steht, immer diese 1240 dazuzählen, um auf unsere normale Daten dann zu kommen.